Tierpräparator Hans Niedermeier aus Bruck an der Glocknerstraße hat sich im Masterbewerb mit dieser Gams den Meistertitel geholt. Diese Weltmeisterschaft fand erst zweimal in Europa statt. Bereits vor 4 Jahren lockte die Schau in Salzburg über 42.000 Besucher an. Landesrat Sepp Eisel überreichte an Bezirkshauptmann, Referatsleiter und 2 Fachreferenten Dekrete und betonte die Wichtigkeit von hervorragend qualifizierten Führungskräften. Die Salzburger Menschen erwarten in einer modernen Verwaltung engagierte und flexible Ansprechpersonen. Bei den Union-Bundesmeisterschaften im Eiskunstlauf in St. Pölten holte der 14-jährige Livio Meyer von Eisunion Salzburg den Meistertitel. Auch in den anderen Klassen schlugen sich die jungen Teilnehmerinnen vom Eislaufverein ausgezeichnet und vertraten Salzburg auf das Beste. Geschäftsführer Alfred Altendorfer von der Dachorganisation Soziale Arbeit GmbH erhielt vom Rotary Club Salzburg einen dringend benötigten Kleintransporter, der vom Erlös des Adventstandes im Dezember 2011 am Alten Markt angekauft wurde. Damit ist die Betreuung von Menschen in sozialen Notlagen wieder um ein Stück effizienter geworden. Auf Initiative von Bürgermeister Hermann Kaufmann lud am Faschingdienstag Firma Fersterer zu einem Kinobesuch in Zell am See ein. Kinder der Hauptschule Zell am See, des Sonderpädagogischen Zentrums und des Caritasdorfes St. Anton unterhielten sich prächtig bei der Komödie »Ziemlich beste Freunde« und genossen sichtlich den Faschingsausklang.